Hi Leute! In den letzten Videos haben wir uns Kämpfer angesehen, die sowohl als Echo-Form als auch als neue Kämpfer noch, ich sag mal, möglich wären. Nicht wahrscheinlich, sondern möglich. Heute schmeißen wir mal alles, was irgendwie Sinn und Hand und Fuß hat, einfach weg von uns und träumen einfach mal wild durch die Gegend. Was wäre schön, wenn es noch in Smash Brothers erscheinen würde? Was würde mir persönlich gefallen? Komplett ohne Grenzen, komplett ohne Logik, einfach mal die Wunschcharaktere. Ich habe ja schon Arthur, Earthworm Jim und Banjo-Kazooie genannt. Drei Charaktere, die ich für relativ unwahrscheinlich halte, leider, aber die ich sehr gern sehen würde. Auf die drei gehe ich jetzt aber nicht mehr näher ein, weil, wie gesagt, die haben wir schon in anderen Videos abgedeckt. Charaktere, die ich nicht genannt habe, weil ich es für absolut unmöglich halte, dass die in Smash Bros. Auftauchen, die ich ganz persönlich aber sehr gerne sehen würde, wären erstens Lara Croft. Ganz klar. Lara Croft wäre eine Figur, die gut zu Smash Brothers passen würde und die im Spiel wirklich einen guten Platz hätte als eine wirklich legendäre Videospielfigur. Denn Lara Croft war wahrscheinlich nach Mario die erste Videospielfigur, also seit sehr langer Zeit, die einen richtigen Hype ausgelöst hat, die bekannt war, die populär war, die durch die Medien ging wie kaum eine andere Figur. Warum? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber es war so, selbst in einem Ärztevideo hat sie einen Auftritt. Ich kann mich an Nachrichtenberichte über diese Figur und über diese Tomb Raider-Spiele erinnern und. Lara Croft war ein Kulturereignis und ist wahrscheinlich eine bis heute der populärsten Videospielfiguren, die das Medium kennt. Daher wäre Lara Croft, also die Retro-Lara Croft. Ich meine, die neue ist cool und alles, coole Spiele, aber ich rede wirklich von der absolut lächerlich aussehenden, großbusigen Ur-Lara Croft. Die hätte eigentlich einen Platz in Smash Brothers definitiv verdient. Das gleiche gilt für Bomberman, also nicht das großbusige. Na, wobei der auch mit großen, runden Dingern hantiert. Ugh, der war schlecht. Es tut mir leid. Bomberman ist schon als Helfer-Trophäe im Spiel angekündigt. Wir wissen also, dass er nicht als Charakter auftauchen wird, aber aufgrund seines legendären Status wäre er selbstverständlich eigentlich fast ein Muss für Smash Brothers, oder? Ich finde schon. Auf einer sehr persönlichen Note jetzt nochmal. A Boy and His Blob. Ich weiß, das Spiel ist nicht so populär, wie es, finde ich, verdient hätte zu sein. A Boy and His Blob ist ein fantastisches Spiel für den NES, ein sehr schwieriges Spiel auch, ein sehr abgedrehtes Spiel. In dem Spiel, falls ihr es nicht kennt, füttert man als Boy, den man spielt, seinen Blob, ein außerirdisches Haustier, der aussieht wie ein Schneemann, mit Bonbons in verschiedenen Geschmacksrichtungen und die Geschmacksrichtungen lösen bei diesem Blob entsprechend unterschiedliche Verwandlungen aus, wie zum Beispiel Trampoline, Treppen, Leitern und so weiter und so fort. Und so kann man seinen Blob nutzen, um gewisse Hindernisse zu überwinden. Die ganzen verschiedenen Verwandlungsmöglichkeiten wären natürlich ideal für Moves in Smash Brothers. Der Boy steht vielleicht im Hintergrund und wirft die Bonbons nach vorne. Oder er ist vielleicht sogar ein Charakter, der zusammen mit dem Blob aufs Spielfeld geht und mit ihm interagiert. Man könnte viel machen. Es wäre ein sehr interessanter und sehr witziger Gegner, ein sehr interessanter und sehr witziger Kämpfer und für mich persönlich eine sehr nostalgische Figur. Deswegen würde ich die gerne sehen. Außerdem Mega Man X. Nicht Mega Man Zero, Mega Man X. Mega Man X würde ich gerne als zweiten Mega Man-Universum-Charakter im Spiel sehen. Noch lieber wäre mir vielleicht Dr. Wily in einem seiner Geräte. Vielleicht könnte man einen. Vielleicht könnte man einen Echo-Kämpfer von Bowser Jr. machen als Dr. Wily. Der sitzt doch auch immer in so komischen Dingern. Ach, egal. Auf jeden Fall, Mega Man X ist nach Mega Man mein persönlicher Lieblings-Mega Man. Die Mega Man X-Spiele auf dem Super Nintendo waren ziemlich awesome. Also, genau gesagt, Mega Man X auf dem Super Nintendo war ziemlich awesome und ich war ein großer Fan davon. Deswegen, Mega Man X wäre mein persönlicher Mega Man-Favorit nach dem Original-Mega Man, der sowieso im Spiel ist. Die nächste Figur auf meiner Liste wäre Lester Knight Chicken. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Wenn ihr den Namen jetzt nicht kennt, macht euch nichts draus. Ich musste auch nachsehen. Aber das ist der Name des Protagonisten aus Another World. Und das sagt euch vielleicht etwas. Another World, der Amiga-Klassiker von 1991 von Eric Chahi. Auch da weiß ich nicht, wie man den Namen ausspricht. Auf jeden Fall ein Ein-Mann-Projekt, das wirklich als
vielleicht Kultspiel, vielleicht Kunstwerk aufgrund seiner wunderschönen Animation, aufgrund seiner für damalige Verhältnisse atemberaubenden Grafik wirklich zu Recht einen wirklich kulturell wertvollen Status unter Videospielern erlangt hat, auch wenn es kommerziell damals nicht sehr erfolgreich war. Für mich eben ein sehr besonderes Spiel aufgrund der hohen Wertschätzung und aufgrund des hohen kulturellen Stellenwerts. Und deswegen fände ich es auch sehr cool, wenn das gewürdigt werden würde mit einem Auftritt des Protagonisten in Smash Brothers. Turok habe ich als nächstes auf der Liste. Turok wäre so awesome. Turok wäre einfach perfekt. Turok würde perfekt reinpassen. Alle Turok-Teile, also die alten, gab es für die Nintendo-Konsolen. Auch da wäre die Connection da. Turok war fast ein Starttitel des Nintendo 64 und ist somit auch wirklich eine traditionsreiche Nintendo-affine Reihe, kann man glaube ich so sagen. Auch wenn Turok heute nicht mehr das ist, was er früher mal war, ist und bleibt Turok schon eine ganz besondere Spielereihe für mich und ein ganz besonderer Charakter, ein ganz besonders cooler Charakter. Und diesen saucoolen Dinosaurierjäger amerikanischen Ureinwohner Badass würde ich einfach so gerne in Smash Brothers sehen. Ich finde, der würde da so gut reinpassen mit seinen ganzen verrückten Waffen und Gadgets und... So, die Recken. Was ist eigentlich mit Zelda in Smash Brothers los? Warum ist das so furchtbar unterrepräsentiert? Warum haben die Entwickler von Smash Brothers einfach offensichtlich keinen Bock auf Zelda? Es bricht mir das Herz. Warum gibt es nicht schon lange die ganzen Weisen aus Ocarina of Time beispielsweise? Und warum gibt es jetzt nicht alle vier Recken? Ich will gefälligst alle vier Recken als spielbare Charaktere in Smash Brothers haben. Ich will Daruk, ich will Mipha, ich will Revali, ich will Urbosa als vollständige neue Charaktere im Spiel. Und aufgrund des hohen Stellenwerts, den Zelda für Nintendo und für die Welt hat, für die Videospielwelt, ist das, finde ich, auch eigentlich eine realistische Erwartung. Aber eher unrealistisch, so kurz vor Release jetzt noch mit der vier neue Charaktere-Bombe aufzuplatschen. Deswegen glaube ich das eher nicht. Wenn wir schon dabei sind, warum... Gibt's eigentlich, warum? Kann mir das einer von euch erklären? Warum haben sowohl Link als auch Zelda nicht, statt einfach nur bunte, lustige Outfits zu haben, ihre ganzen Outfits durch die verschiedenen Spiele hindurch? Warum hat Link nicht standardmäßig jetzt die Reckentunika? Das ist ja auch alles schön und gut. Aber warum hat er dann nicht auch sein N64-Outfit und sein Gamecube-Outfit? Also ich rede von Ocarina of Time bzw. Twilight Princess. Und das gleiche gilt für Zelda. Warum haben die nicht Outfits entsprechend der einzelnen Videospiele? Um Himmels Willen. Das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Also ich finde wirklich, dass Zelda so unterrepräsentiert ist. Und deswegen ärgere ich mich wirklich ein bisschen über jeden zusätzlichen Fire Emblem und Kid Icarus und Kirby Charakter. Ne, Kirby nicht, aber über jeden zusätzlichen Fire Emblem und Kid Icarus Charakter, den wir im Spiel haben. Denn die braucht nun wirklich keiner, oder? Bin ich da zu streng? Naja, kommen wir zurück zu etwas völlig anderem. Nämlich wieder etwas sehr Persönliches. Kennt einer von euch das Spiel Body Harvest? Body Harvest ist ein ziemlich cooles Nintendo 64 Spiel aus dem Jahre 98, in dem man Adam Drake spielt, einen zeitreisenden Supersoldaten, der Invasionen von außerirdischen Rieseninsekten in verschiedenen Zeiten abwehren muss. Ein sehr cooles Spiel von DMA Design, die heute als Rockstar bekannt sind. Und Body Harvest war tatsächlich ein Vorgänger, wenn man so will, für GTA. Ich habe sogar mal gelesen, dass DMA Design nach Body Harvest etwas sehr GTA-artiges für den Nintendo 64 machen wollte, das aber nicht durfte. Das war Nintendo zu brutal. Und naja, tja, scheiße gelaufen für Nintendo. Nun haben wir hier eine der erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten. Hätte Nintendo exklusiv sein können. Und dann hätten wir diese Charaktere vielleicht sogar wirklich in Smash Brothers gesehen, was ziemlich crazy wäre. Aber eben Body Harvest ist ein persönlicher Favorit von mir, eine persönliche Gaming-Perle, die ich sehr mag. Und ich würde Adam Drake sehr gerne auch in Smash Brothers sehen, was natürlich abwegig ist. Aber wie gesagt, es wäre nur ein Wunschtraum von mir. Als nächstes hätten wir eine Figur, die würde ich tatsächlich verdammt gern auch sehen. Und zwar Leon S. Kennedy aus Resident Evil. Beziehungsweise genauer gesagt Resident Evil 2 und Resident Evil 4. Und gerade Resident Evil 4 hat ja auch eine Verknüpfung zu Nintendo, denn das Spiel war eine gewisse Zeit, ein
halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, ich weiß es nicht genau, GameCube-exklusiv. Und es gab sogar eine GameCube-Edition im Resident Evil Design und diesen Kettensägen-Controller, mit dem niemand spielen konnte, aber er war awesome. Und für mich eine Figur, die sehr zu Nintendo passt und sehr zu Nintendo gehört und die in meiner persönlichen Videospielkarriere auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Sowohl im zweiten Teil, der für mich der erste Resident Evil und der erste Survival-Horror-Spielteil überhaupt war. Und eben dann auch Resident Evil 4, das bis heute eines meiner Lieblingsspiele ist. Deswegen allein schon würde ich Leon S. Kennedy gerne als Protagonisten in Smash Bros. Sehen als Kämpfer. Aber auch das ist sehr unwahrscheinlich. Genauso wie Joanna Dark. Die wäre gar nicht so unwahrscheinlich, wäre Rare nicht damals dann von Microsoft gekauft worden sein haben werden. Weil dann wäre Joanna Dark immer noch ein mehr oder weniger Nintendo-Charakter und könnte mehr oder weniger wahrscheinlich in Smash Bros. Auftreten. Und das wäre mehr oder weniger ziemlich cool. Aber nein. Das gleiche gilt für Conker, der ja auch auf meiner Liste ist. Ob Conker allerdings wirklich als Smash-Charakter passen würde, soll er wirklich Kotz- und Pinkelangriffe haben? Nein, man könnte auch mit seiner Bratpfanne und mit ähnlichen Angriffen aus den Conker-Spielen durchaus ein breit gefächertes Repertoire an Moves machen, ohne das Vulgäre aus dem Conker Bad Fur Day-Spiel zu sehr zu betonen. Das wäre schon in Ordnung, das wäre schon okay, das könnte man machen. Es würde mir nicht gefallen, wenn er eben zu vulgär ist, weil das passt nicht ins Spiel, aber wenn man den so ein bisschen verharmlost. Ich meine, Bayonetta wurde auch ein bisschen zensiert, die hat lange Unterhosen und so. So ähnlich könnte man es mit Conker auch machen. Kein Alkohol und dann geht das schon für das flauschige Eichhörnchen. Zwei Charaktere, die ich auch noch sehr gern sehen würde, am besten im Doppelpack, wären Alexandra und Pius Augustus aus Eternal Darkness. Ich weiß, auch sehr abwegige Charaktere, aber für mich persönlich ist auch Eternal Darkness ein sehr wichtiges Spiel, eins meiner Lieblingsspiele, ein Nintendo-Spiel, nein, kein Nintendo-Spiel, aber ein exklusiv für eine Nintendo-Konsole erschienenes Spiel und die Hauptheldin sowie der Hauptantagonist, wenn man von diesem dunklen Gott im Hintergrund absieht, wären einfach coole Charaktere, die ich einfach echt gern sehen würde. Vor allem würde ich gern sehen, was Pierce macht, der beschwört dann ganz viel crazy shit oder so. Ich fänd's cool, hätte ich voll Bock drauf. Wäre voll cool und dann nochmal ganz abwegig, aber ich fänd's voll super. Skies of Arcadia Legends ist wirklich eins meiner Lieblings-JRPGs, damals ursprünglich von Sega und Dreamcast exklusiv, später dann auch auf anderen Systemen, unter anderem den Nintendo-System erschienen. Die drei Protagonisten des Spiels würde ich eigentlich alle drei echt gerne sehen. Das wäre ziemlich cool. Die würde ich gerne alle drei auch in Smash Bros. Sehen. Oh, Berichtigung, es wurde sogar nur für den GameCube adaptiert. Nur für Dreamcast und GameCube, nicht für andere Systeme auch noch. Naja, wie gesagt, alle drei Charaktere, Weiss, Aika und Fina, würde ich wirklich gerne in dem Spiel sehen, als spielbare Charaktere. Vielleicht auch im Dreierpack, ich weiß es nicht, aber ich fände das sehr cool. Die drei Hauptfiguren, ich meine, es gibt andere, aber die drei Hauptfiguren wären cool, wäre super, würde mich freuen, wird nie passieren, ich weiß. Aber wie gesagt, es geht ja nur um meine Wunschträume. Und diese Charaktere waren es auch schon. Das wären die Charaktere, die ich mir wirklich, wirklich, wenn ich einen Zauberstab hätte, würde ich die Bam ins Spiel zaubern. Das wäre ziemlich cool. Dann wären meine Wünsche erfüllt. Es gibt viele andere, die zu denen ich einen starken Bezug habe. Aber ich will wirklich nur Charaktere haben, die maßgeblich oder hauptsächlich durch Videospiele bekannt sind, die auch wirklich schon auch Videospielgrößen sind und mit denen ich natürlich eine emotionale Bindung so ein bisschen habe. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Soul Calibur-Fan, aber Soul Calibur-Charaktere würden jetzt so gar nicht in Smash Bros. Passen, finde ich. Genauso wie Star Wars-Figuren oder was weiß ich was. Deswegen ist meine Liste relativ kurz, weil ich finde, das sind die Charaktere, die ich mag, die aber gleichzeitig einigermaßen ins Spiel passen würden. Und deswegen sind sie hier auf der Liste und ich habe sie euch genannt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Was sind denn eure größten Wunschcharaktere? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Da können wir gerne noch ein bisschen drüber diskutieren und träumen, was alles cool wäre. Zum Beispiel noch kurz, Son Goku ist auch deswegen nicht auf der Liste, weil er kein Videospielcharakter ist. So cool ich den finde, ich bin Dragon Ball Fan, Son Goku ist großartig, könnte man einen super Kämpfer für Smash Bros. Machen und irgendwie würde er gefühlt sogar reinpassen, aber es ist einfach kein Videospielcharakter. Es gibt Videospiele mit Son Goku, aber ist nicht zentral, ganz klar nicht zentral ein Videospielcharakter und deswegen passt er irgendwie nicht. Ich sage jetzt Tschüss, ich muss erstmal durchatmen, bis zum nächsten Mal, ciao.